Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Level 1 bis 120. Beskai Legends of Mushroom. Mit einem Bergwerk, das du zuerst freischaltest. Beim Bergwerk fängst du an, mit Spitzhacken dich runterzubauen. Und wenn du hier eine große Fläche siehst, wo du sagst, das will ich alles mitnehmen, machst du eine Bombe. Ich will es mindestens 3 Erzen machen. Oder wenn du irgendwo durch willst, dann kannst du hier die Bombe einsammeln und hier ein Bohrer. Ein Bohrer macht, wie es hier siehst, einmal eine komplette Linie durch und dann 3 Felder unten. Zeige ich es erstmal. So. Die Bombe, wie gezeigt, macht also ein riesen Feld. Und dann gibt es diese was kopperähnlichen Erze, die geben etwas weniger, die geben zum Beispiel in meinem Fall, weil ich schon sehr weit bin, 298. Diese silbernen Erze geben das Doppelte. Und dann gibt es noch gelbe Erze, die geben das 4,5-fache circa. Wenn du zum Beispiel tiefer kommst, wie ich zum Beispiel bei 6699, habe ich einen 70%-fachen Bonus. Je tiefer du kommst, so höher der Multiplikator und so öfter kommen auch diese Strukturen mit mehr Erzen. Hier drinnen werden die Strukturen zufällig reingeworfen, aber die Strukturen an sich sind immer dieselben. Das heißt, wenn du ungefähr weißt, wie die aussehen, kannst du dir eine Route bauen, um immer durchzugehen. Hier hast du einen Technologiebaum, bei dem würde ich empfehlen, immer die linke Seite zu vernachlässigen am Anfang und auf die rechte zu gehen. Und zwar, weil rechts ist immer was zum Forschen besteht, oder du kannst mehr Spitzhacken über mittlere Zeit. Du kannst mehr Spitzhacken lagern. Du kriegst mehr Erhalt beim Minen. Deine Forschung geht schneller und so weiter. Und dann gibt es den Pilzgarten. Und die Pilzstatue. Zuerst der Pilzgarten. Hier sind deine, brauchst du deine Pilze an. Sammeln wir mal ein. Dann kannst du zum Beispiel, wie ich jetzt, das einsammeln. Platzierst dann deine Anfängersamen. Die haben eine niedrige Chance, die seltenen Pflanzen zu machen, die du hier siehst. Diese bunten Kürbisse haben eine etwas höhere Chance für, habe ich die gerade vielleicht hier? Auberginen. Und eine sehr, sehr hohe Chance, Weißkohl zu ziehen. Weißkohl ist das Schlechteste. Denn das bringt dir nur einmal 50. Hier ist vorsichtiger Wert. Ich kriege 50 an Menge. Und dadurch, dass ich zum Beispiel mein Gewächshaus und meine Vorgeschichte hochgelevelt habe, erhalte ich mehr Betrag. Das Gewächshaus macht zudem auch noch die Wachstumsgeschwindigkeit, das heißt, die wachsen schneller. Und dasselbe macht auch der Rasenmäher. Also man versucht, dass man Glück hat und ganz viele bunte Flaschenkürbisse bekommt. Denn die geben am meisten. Die geben nämlich den 10-fachen Wert von einem Weißkohl. Die Aubergine nur den 3-fachen Wert. Beschleunigen wir das mal kurz mit einem Dünger. Dann sieht man. Dass ich wirklich das 10-fache bekomme. Beziehungsweise bei mir ist der Wert jetzt schon sehr viel höher als bei euch. Und dann kann man jeden Tag wird dieser Anfängersamen komplett auf 12 auf deinen Wert wieder aufgefüllt, den du bei dir freigeschaltet hast. Und du kannst ein Video schauen, um eine Zahl, die auch mit deinem Gartenlevel steigt, einen Samen zu bekommen. Genau wie Dünger. Dieser Dünger, der Normaldünger, der 30 Minuten es gibt, erhältst du jede Stunde einen neuen, beziehungsweise alle 55 Minuten. Und du kannst, wenn du auf 0 bist, auch mit Videos, 2 Stück gibt es, jeweils neue Dünger bekommen. Würde ich alles machen. Zudem würde ich euch empfehlen, jeden Tag für Gems euch hier einmal für auf 7 zu gehen. Wenn ihr sogar, wenn ihr das, die Gems habt, noch ein höher auf 8, um alle Samen zu bekommen. Für Dünger würde ich euch empfehlen, nur 5 auf
Hier eine 5, nicht 5 plus, soll das wäre dann 6. 5 zu gehen. Und dann seid ihr hier beiden bei 700, das ist gut ausgeglichen, das ist gut. Dann gibt es Gemüsedieb. Ah, jetzt kommen wir zum gefährlichen Punkt. Hier können wir dann irgendjemanden auswählen, den wir gerne berauben wollen. Gucken dann, was gestohlen werden kann. Hierhin sehen dann auch dem genau dieselben Sachen wie ich. So. Jetzt ist aber Unterschied, wir kriegen nicht den gesamten Ertrag, sondern nur einmal, zum Beispiel bei Weißkohl, der voraussichtliche Ertrag ist bei ihm, weil sein Garten noch niedrig ist, 8. Das heißt, wir versuchen hier auch immer nur auf diese bunten Flaschenkürbisse zu gehen. Wie ihr gerade gesehen habt, hat er einen 8-fachen Ertrag. Das heißt, einmal 8. Der variiert auch je nach Garten, den du angreifst. Nehmen wir zum Beispiel auf Latus. Der hat den 9-fachen Wert. Wir wollen aber jetzt mal ausrauben. Das heißt, wir gehen wieder auf Ausrauben, suchen dann nach jemandem, den wir ausrauben können. Mit dem Flaschenkürbis. Oh, der hier. Der hat jetzt 10 mal 8. Das heißt, ich werde 80 bekommen. Ich habe mir ein Paket gekauft, wodurch ich zweimal ausrauben kann gleichzeitig und 50% mehr beim Ausrauben bekomme. Was ich finde, sehr lohnenswert ist. Das findet man, wenn man hierauf geht, auf diese Schatztruhe, der Privilegienkarten und dann Privilegienkarte für Gemüsediebstahl. Die hält 30 Tage. Zudem würde ich euch für Bergbau auch empfehlen, die Bergbaukarte zu holen, weil dadurch kriegt ihr jeden Tag 30 Spitzhacken, wenn ihr halt eins wollt, dann erhöht euch euer Erzertrag um 50%. Hier schaltet die automatische Baufunktion frei, die ich nicht nutze, weil ich finde, meine Routen sind besser. Aber wenn du dir nicht so viel Mühe gibst, macht das viel mehr Ertrag, wenn du auf den automatischen Abbaufunktion geht. Und es baut instant alle deine Spitzhacken ab. Du musst mindestens 15 haben, um es nutzen zu können. Zudem erhöht sich deine obere Grenze für Spitzhacken plus 20. Und sofort nach dem Kauf erhältst du zudem noch 1050 Diamanten. Dann, bei der Privilegien für Gemüsediebstahl, erhältst du auch 1050 Diamanten. Täglich erhältst du dreimal die erweiterten Samen. Diese erweiterten Samen haben eine höhere Chance, die Aubergine zu farmen. Eine etwas niedrigere Chance auf die Weißkohl und genau dieselbe Chance auch auf die erhöhten. Dann gibt es nochmal die Pro-Samen, die Spezialsamen, die man nicht kaufen kann hiermit, man noch nicht gratis bekommt. Die haben eine sehr hohe Chance. Ich würde sagen, es müsste circa bei 90 bis 95% liegen, dass du einen Flaschenkürbis bekommst. Gehen wir nochmal zurück zu den Privilegienpaketen. Ups. So. Hier gibt es noch, wenn du wirklich sagst, du entscheidest, dich reinzupayen in das Spiel, würde ich dir die Werbefreikarte am Anfang empfehlen. Dann die Lebenszeitkarte, Monatskarte. Ich zeige euch mal, was sie macht. Die Lebenszeitkarte macht, dass du jeden Tag 600 Diamanten und 200 Lampen erhältst, was sehr gut ist. Umso länger du spielst, desto mehr lohnt sich das. Und dieser Pass, Lebenszeitkarte, hält für immer. Dann erhältst du beim Kauf direkt 6.900 Diamanten. Der Anzahl an täglichen Schnellkämpfen wird sich um 2 und die obere Grenze für Herausforderungen. Diese Instanzen, was ist das jetzt eigentlich? Zeige ich euch direkt. So, wenn du hier auf die Schwerter gehst, schaltest du Instanzen. Am Anfang hast du nur den Überfall auf den magischen Lampendieb. Dann schaltest du Ruinen der Flammenlocht dazu frei. Der Überfall der Lampendieb. Kämpfst du gegen den Lampendieb. Dafür suche ich jetzt einen anderen Plan, weil da willst du wirklich nur Schaden machen. Der macht keinen Schaden an dir. Das heißt, du suchst dir dafür wirklich ein reines Bild nur für Schaden aus. Gehst dann da rein. Greifst ihn an. Es ist egal, ob du es jetzt schaffst oder nicht. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du aus Versehen drauf klickst, du drückst fliehen, weil hier ist kein Schlüssel. Und auch wenn wir jetzt, gehen wir mal kurz durch, ihn angreifen und den Kampf verlieren würden, würden wir keinen Schlüssel verlieren. Das heißt, du kannst immer wieder versuchen, ein höheres Level zu erreichen, um 5 mehr von den Lampen zu bekommen. Weil jedes Level
erhöht die Anzahl an Lampen, die du für das Level bekommst, um 5. So, wir haben es jetzt rein zufällig geschafft. Das war jetzt nicht ganz geplant, aber kann nichts machen. So. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir sind an einer maximalen Stärke angekommen und schaffen es nicht weiter, dann kannst du auf einen Tritt gehen. Gehst dann auf vorigen Überfall abschließen, dann kriegst du die Anzahl, die wir im vorigen Level, die wir geschafft haben, kriegen würdest. Also 540 Lampen. So, wenn man macht, drücken wir mal und sehen, wir haben wirklich 540 Lampen bekommen. Dasselbe ist auch bei der Ruine der Flammen. Hier kämpfst du gegen 5 Wellen, was aber stärker ist, da willst du Damage haben und auch Heilung und Überleben, weil die machen wirklich viel Schaden auf Dauer später. Das zeige ich euch jetzt aber nicht, weil es dauert viel zu lange, das alles einzubauen. Hier kriegt man dafür aber Tickets, also Fähigkeitsgutscheine und Begleitergutscheine und ein paar Diamanten. Du erhältst bei jedem dieser Instanzen jeden Tag kannst du 2 Videos schauen und hältst dann neue Schlüssel. So, du hast am Anfang für jede Sache 2 Schlüssel, die sich jeden Tag neu auffüllen. Ich habe 4, weil ich habe das Monatspaket, was dir einmal ein mehr für beide gibt, also ein höheres Limit. Und dann noch diese Lebenslangkarte, die für alle Instanzen hier zum 1 erhöht. Diese Instanzen werden jeden Tag bis auf die Ruine der Altstadt etwas anders sein. Ruine der Altstadt wird alle 3 Tage geupdatet und neue Schwierigkeiten freigeschaltet. Also am Anfang ist das jeden Tag und bei mir ist es zum Beispiel jetzt alle 3 Tage. Dann drückst du hier, wenn du es nicht machen, doch nicht kämpfen willst, einfach auf Bestätigen. Bist du wieder draußen und hast keinen Schatz verloren. Der Zeitturm, hier gehst du rein, kannst eine automatische Teilbeschaffung machen. Wenn du dann reingehst, wird er während der Runde dich selber sammeln. Du kriegst dann die Belohnung, die du da halt freigeschaltet hast. In der Altstadt kämpfst du mit mehreren Leuten, da würde ich dir empfehlen, versuche immer gute Leute ranzuholen, weil du willst es ja schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, in einer bestimmten Zeit, kriegst du einen doppelten Bonus von der Grundbelohnung. Jeder kriegt 1750, wenn man eintritt und Schlüssel bezahlt. Und wenn ihr es halt schnell schafft, ihn zu besiegen, kriegt ihr das Doppelte. So. Wir machen es raus hier. Und gehen zu den täglichen Aufgaben. Da können wir die wieder einsammeln und kriegen dann einen neuen Schlüssel. Hiermit sind wir am Ende dieser Aufnahme angelangt. Aber bevor ich die Aufnahme beende, teile ich euch noch 2 sehr wichtige Sachen mit, für die, die es bis hierhin geschafft haben. Und zwar die erste Sache ist, wenn bei euch ein kumulatives Event ist, wie dieses hier, und die Banane kriegen kann, und du jetzt gerade diesen Shop siehst, wo du bei Ermittlungsversorgung Sachen einkaufen kannst, zählen diese Gruppenangebote nicht dazu. Das steht hier oben drinne. Und die zweite wichtige Sache ist, wenn du hier rangehst in diese Automaten, in die Glücksmaschine, und du deine Münzen hier oben siehst, gib die nicht aus. Spare sie. Auch wenn dieses Event jetzt in 2 Tagen und 9 Stunden zu Ende ist, behältst du die Münzen und wenn die nächste Glücksmaschine kommt, hast du sie wieder. Das heißt, wenn du irgendein Reittier weißt, was du haben willst, das in so einem Automaten ist, dann sparst du so lange deine Münzen, bis das Reittier kommt. Und dann kannst du die Münzen alle gleichzeitig nutzen. Und hast damit dann, wenn du zu dem Zeitpunkt schon 500 gespart hast, eine 100% Chance, dass du genau das Reittier bekommst, was du haben wolltest. Ich hoffe, dir hat das Video heute gefallen, konntest viel mitnehmen. Und ich hoffe, wir sehen uns im 4. Teil beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.